Hallo! Endlich mal ein Rennen mit Mikrofon. Qualität ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber immer noch besser als die ganze Zeit einfach nur den Motorensound zu hören. Heute mal ein bisschen Abwechslung. Letzte Woche gab es kein Video in Solder, da ich 900 Punkte an iRating verloren habe. Ich wurde so auf der Geraden abgeschossen. So läuft es halt in der Formel Renault. Ja, heute mal als Abwechslung eine Kategorie, die ich seit langem erstens nicht gefahren bin und zweitens, die ich gar nicht kann. Das ist GT3. Ich bin heute auch nicht alleine, sondern habe meine beiden Kollegen Jan Schwitter und Yannick Danisch dabei. Guten Abend an euch. Hallo. So, Yannick übrigens auch mit der Rift unterwegs. Jan immer noch Single Screen. Haha. Wer steht bei diesen vorne? Punkt für dich. So. Jo, Gang an. So, Gang, Sprit, Reifen sind aus. Und ich weiß jetzt schon, ich komme nicht. Was? Ich habe eben Angst, dass ich das Auto nicht wieder ankriege, wenn ich im Grill das ausgemacht habe. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht ankommen werde. Mal gucken, glaube ich, ob ich es bis zum ersten Stop passe. Schaffen. Ich habe wieder mal die Vivano Autos und Faibas. Jan, merkt dir eins, du kommst immer nach innen gehen, wenn du verteidigen willst, ja. Wenn du machen willst, auf dem langen Grad. Ja. Übrigens ein kleiner Hinweis nochmal eben kurz, die Formel Renault hat sich jetzt für mich erledigt, es wird nur in Silverstone noch ein Rennen geben und dann geht's ab zum Porsche Cup. Viel Glück. Viel Glück. Denkt an den Ziehharmonika-Effekt. Ich hatte mehr Glück mit Verstand. Ich bin nie mehr Letzter! Ich bin in für Turn 1. Ich bin in für Turn 2. Juhu! Und wie gesagt, dir Bescheid, wenn ich Slow Car höre. Gut. Normalerweise kratzt es ja genau hier an der Stelle. Boah, ist das mega langsam hier. Hoch, ja. Und hier blinkt einer auch noch rum, das ist das Problem. Aber so weit, so gut. Ich glaube, das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht sein dürfen, aber. Mal schauen. Am Ende bin ich ja derjenige, der abfliegen wird. Ha, ich sehe es jetzt schon. Das war nah an der Wand. Das ist in der ersten Runde. Ich bin auch schon überall an der Mauer dran. Ja, ich versuche es ein bisschen vorsichtig anzugehen und gleichzeitig irgendwie abwegs versuche schnell zu fahren. Tolle Kombi. Nach vorne eine Sekunde, nach hinten, aber ich bin Vierter. So, wir sitzen natürlich in McLaren. Das heißt, beiendes Top-Speed-Monster. Und ich komme nicht an dem SLS vorbei. AMG! Scheiße, Achtung, Frühbrenn. Danke. Jo, okay. Ja, da vorne hat es auch wieder einen Blinker. Okay, die wollen sich alle schon fast sprichwörtlich überholen. In der letzten Kurve staut sich das. Ja, du musst sehen, auf dem Graben ist hier noch wechseln. Immer von Daytona oder Yannick. Alter, ich sag euch mal, wie langsam die sind. Die sind so langsam, ich kann dranbleiben. Nee, hatte ich ein Problem, weil ich musste, weil um nicht zu crashen, musste ich den Audi auf die Außenbahn lassen. Ich habe jetzt Angst, dass der AMG mich hinter mir auch noch fällt. Ja, fahrt immer side by side. Den Hügel hoch. Und das wohl, und der hat gesagt, dass ich keine Let's Play mache. Er sagt, dass der AMG vorbeikommt.
so aufpassen mit der Bremse bei dem McLaren. Übrigens, die anderen beiden sind im Mercedes unterwegs. Im AMG. Nur ich komme mit der Kiste nicht klar. Deswegen nehme ich meinen altbewährten McLaren, auch wenn der, glaube ich, ein bisschen langsamer sein sollte. Was aber bei meinem Tempo eh keinen Unterschied macht. Ja, aber die Geraden machen hier doch einiges für eine Kiste aus. Ach Olli, ich sehe dich noch im Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob ich Flashlights belegt habe. Ui, Off-Track. Jo. Ein Zehntel haben wir bereits. Wow, ging der wieder quer. Ja, mein Auto will auch gerade überall hin und nicht gerade bleiben. Ich bin mit den hohen Curb gefahren, das ist das Problem. Sorry. In mein Setup, was ich jetzt gewählt habe, ist sehr anfällig auf Höhenunterschiede, das heißt durch Kompression, Überkuppen etc. Was machen die da vorne? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Entspannt euer Leben einfach mal. Oh, Pedigree Corona hat mein Auto leicht beschädigt. Olli, pass auf, ich hab... Oh, Stau, Stau, Stau. Ja, ich kann innen durch. Ha! Drei oder vier Positionen gut gemacht! Verlier fast das Auto! AMG Park fährt einfach rückwärts und ich muss alle vorbeilassen. Geiler Typ! Ich hab voll einen auf dem Arsch bekommen. Ach, du bist hinter mir! Ja, ich weiß nicht, wie man. Ich bin der, der außen parken musste. Achso! Ich hab voll einen hinten drauf bekommen. Sag mir, er ist aus wie ein Audi, keine Ahnung. Ist aber ein Bentley. Ja, Hund! Als geil weiß, das ist weltwahrscheinlich gerade wegen Lieferservice, denn haben mir jetzt mal was zu essen bestellt. Denn heute, an dem Tag, wo ich das Ganze hier gerade aufnehme, und ich sollte mich auf den Ausgang Forest Elbow konzentrieren, findet nämlich heute Abend die 24 Stunden von Daytona statt. Die wir uns antun wollen, vom Fernsehen. Hä? Eben nicht die von iRacing, solltest du nur verwenden. Ja, die realen. Und deswegen hatte ich mir was zu essen bestellt, um auf jeden Fall für den Stream gewappnet zu sein. Die beiden fahren die 24 Stunden Rennen von Daytona. Ich nicht. Ich will nicht. Die hinter mir betteln, macht so weiter, verliert euch Zeit. Ja, machen sie sich auch bei mir, aber bei mir staut sich es einfach wieder. Das hätte gerade ein gutes Lied werden. So, vier von... Wie viele Runden? 20. Geschafft? 20 ungefähr. 45 Minuten Renndistanz. 40. Oder 40. Mimi. Ich hätte gesagt, wir schaffen nur 19 Runden hier. Von der Ausrechnung. Also vor, nach vorne hin knapp 6 Sekunden und hinter mir habe ich eine wütende Menge. Janik, du musst so tun, als wärst du wütend. Ich blinke doch schon rum. Ja, sorry, ich muss mich gerade auf die Strecke vor mir konzentrieren. Denk an den Titel, dann es ist kein Let's Play, es ist ein Let's Play Together. Ja, warum bist du dann nicht hinten bei uns? Guter Punkt! Ja, das war ein guter Punkt, aber... Ihr spielt ja miteinander. Ich bin schon weit, weit, weit mit... Wir haben noch ein Audi hier zwischen uns. Jetzt habe ich mich auf meinen Ausgang konzentriert. Mein Heckflügel sieht in den Spiegel normal aus.
Für das, dass die eine hinten drauf gebumst ist. Ja. Hast du denn eine Topspeed? Kannst du nicht sagen. Ich hab ja Dörf von euch. Ich bin im Windschatten, ich kann dir nichts sagen. Meine Quali-Zeit gefahren, das ist ja schon fast. Ja, ich ungefähr auch. Meine Quali-Zeit waren aber auch schlecht. Viele Audi einfach nicht an mir vorbeigekommen, trotzdem standen. Ah, jetzt kommt er daneben. Ja, der Audi, der braucht die, weil sie eine Weile kommt dann doch noch weg. Oh, jetzt habe ich mich verbremst. Na, doch nicht. Okay. Ich denke, ich habe mich verbremst und es war der ideale Bremspunkt. Du bist, glaube ich, auch noch nicht so komfortabel mit dem ABS, oder? Nee, definitiv nicht. Ich bin Formel Renault gewohnt, also. Und der McLaren ist was ganz anderes. Behaupte bis heute, das ist mein größter Verlustpunkt. Was die Serie, der Renault? Nee, der Fire GT3, mein größter Verlust am Pace, ABS-Bremsen. Ach so, ja, ich meine, natürlich, das, Olli, ich bin ja gerade am Schauen, ob der Honda für ein Rennen... Ob der Honda was? Ob der gut wäre, für einen Renneinsatz umzubauen. Ich habe jetzt die Sicherung vom ABS raus. Ah. Das nicht funktioniert. Siehst du mal, wie ich gegen das ABS bin. Janik, das wäre übrigens verdammt schön, wenn du langsam mal hinter mir auftauchen würdest. Problem ist, glaube ich, habe mega Schaden, sonst würde ich keine 2-6 Zeiten fahren. Also deswegen kommst du nicht ran. Was für Nummern habt ihr? Ich habe dort die 18. Ja, ich habe die 12. Und wo seid ihr? 20. Puh, der wird mir los. Der Audi könnte eigentlich locker vorbei, würde sich einfach mal ein Herz fassen. Eine Handvoll Herz nehmen. Sag ich doch. Oh, der Mercedes kommt. Noch ein Audi hinter mir? Janik, was machst du? Warte mal. Benzin? Mir sagt der 27 Liter, Jan. Okay. Go there. You're clear. Ja, die Frage ist, was für... Okay, hier nur 19. Wurden belebt, pass auf. Go there. You're clear. Der haben die Warnung erzählt. Na, das hast du, da hast du dir jetzt selbst die Arschkarte gezogen. Ja, klar. Aber... Ging nicht anders. Mir fehlt voll Leistung. Boah, Alex ist jetzt auf 10 Sekunden weg. Ich habe übrigens eine halbe Stunde angefangen, vorher hier zu trainieren. Und die beiden fahren die ganze Saison schon, das, die GT3-Serie. Also nicht wundern wegen dem Performance-Unterschied. Yannick hat jetzt auch gerade zwar Schaden, wie er schon gesagt hat, aber... Ich würde mir gerne an dir vorbeifahren, damit du mal beurteilen kannst, wie mein Heck aussieht. Aber wenn du mal vorbeikommen würdest? Ja, ich hänge gerade im Draft vom AMG und ich werd nicht schneller als ich bin genauso schnell wie der. Sonst hätte ich jetzt gesagt, gebe ich dir dann noch Windschatten, aber ich will. Ja, jetzt kommt der AMG auch langsam ran, aber... Boah. Ja, die Air ist mies gerade. Ich hab nie Dirty Air. Ja, ja, klar. Oh, jetzt bin ich weit. Jetzt bin ich zu weit. Kannst du weit auch machen? Wow, ey! Halt dich jetzt mal bitte. Obwohl, Rosse.
Pass auf. Janik sagt das nicht, in dem Moment, wo ich einen Millimeter an der Wand nachfahre. I get you so well. I don't need to block every single time. Boah, der will mir auf jeder Kuppe quer gehen. Ich glaube, das sind die überheißen Bedingungen. 41 Grad, hast du gerade gesagt, strenge Temperatur, ne? Celsius. Ja. So, 5 laps of fuel. So langsam komme ich auch wieder in den Rhythmus. Ja, das war auch lange bei GT3. Ich fahre trotzdem nur 2,8er Zeiten. Oh Mann, ey. Das ist schon. Dann nicht mehr in Rhythmus, sind nicht von Runden Zeiten. Eben. Okay, ich habe noch einen Vierer verpasst. Ich habe gerade Angst bekommen. Sorry. Janik gibt einen komischen Ton ab und die sehen nirgends so. Beim Anbremsen auf oh, schön, ja. Auf die Schikane. Ich habe auch einen King, der enger wird, kein Beton, den ist ja verbrannt. Redet mal Angst, dass sie sich ganz eintreten, glaube ich, vielleicht. Ich bin ja wirklich extrem übervorsichtig, wenn ich das Auto nicht wegwerfen will. Merkt man das, Janik? Dass du übervorsichtig bist? Ja. Keine Ahnung, ich konzentriere mich auf mich. Ich meine, dass ich so langsam bin. Naja, von meinem. So wie sich mein Auto anfühlt, ich muss mega pushen, um an euch dran zu bleiben. Ui, okay, das ist dann heftig. Ey, bei mir kommt schon etwa hin vom Sprint. Gustavo kommt nicht an mir vorbei. Und geht in die Box. Ja, dann will der Thundercut versuchen. Wird er wahrscheinlich schaffen. Marco will auch Fehler zu machen. Benzin. Bleibt bei 27 Liter. Was? Bleibt bei 27 Liter. Mittelwert? 27 plus. 32 Liter nachher. Weil ich einfach hab nichts zu verlieren. Ich habe eh nur noch einen Platz nach hinten oder so. Ich habe noch 17 Liter im Tank. Ich habe im Tank noch 16. Janik, dann brauchst du sogar weniger Sprit mit dem Schaden. Das hatte ich am Nürburgring. Ist ja vorne links und rechts ziemlich im Arsch. Hinten bin ich drauf gefahren. Ah, vorne gar nichts. Ne, dürfte nichts sein. Also ich sehe im Rückspiegel, habe ich gerade nichts gesehen. Ja, also ich bin einmal noch drauf gefahren.
vorne hast du keinen Schaden, glaube ich. Zappel, ja, woher auch? Ich bin halt nur diesem einen eben drauf geditscht ein bisschen, aber der heftige Schlag kam ja hier von hinten. Wie viel Liter verbraucht man hier auf die Runde? Das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gefragt. Ziemlich genau 4 wieder. 4? Okay. Dann gehe ich jetzt mal von grob geschätzt 5 aus. Ja, ne, 4-2 kannst du bei dir. Ja, kann ich ungefähr noch knapp 2 oder 3 Runden kann ich jetzt noch fahren. Sollte will da einfach nicht einlenken, ey. Dann kannst du die Runden fragen, ob wir 1900. Das war spät entschieden, wa? Ja. Ich hab erst gedacht, du willst mich überholen. Na, ich sag Spotter, warum reagierst du nicht? Ich hab auch 16 Sekunden optional. Nein, hast du gehört, was ich wollte? Was denn? Ich glaube nur 19 oder 20 Runden. Mir hat er gerade gesagt, noch 10 Runden. Also 20. Ja. Ne, 19, stopp. Wir haben gerade 9 fertig gefahren. Wollte ich gerade sagen. Ich bin gerade am Fuel Saving hinter Marco. Ich habe eh keine Chance. Nein! Na, warum sag ich es überhaupt noch? Nein! Jetzt ist er weg. Da! Nein! So, zurücksetzen. Ich kann jetzt leider nicht sehen, ob da jemand kommt. Gucken wir uns mal meine Spiegel, was. Da kommt keiner. Okay, ich muss jetzt eh in die Box. Also ich hätte am wenigsten gedacht, dass ich ihn da wegwerfe. Aber okay. Auch Möglichkeit. Es beweist mal wieder. Ich kann keine GT3 fahren. Beziehungsweise GTs. Nicht gut, sagen wir es so. Was früher? Der Gamel hat ja dann auch irgendwann. Ja, natürlich. Aber irgendwie. Ich müsste mich mit dem Auto einfach deutlich mehr befassen. Ja, eben. Wir haben nicht genügend. Okay. Mal gucken. Beim Pitfall Damage. Gucken wir mal eben. Auto ist leicht krumm. Verbremsen uns fast in der Boxeneinfahrt. Und hier sind die Pylonen. Ist auch richtig? Ja. Hier ist unser Mechaniker. So, also, wie man wunderbar sehen kann, 11 Minuten Required Repair. Ich meine, der McLaren, der sieht jetzt gerade nicht so schlecht aus, aus den Spiegeln zumindest. Ja, die warten wir jetzt nochmal schön ab. Ich gehe jetzt nochmal eine rauchen in der Zeit und ich melde mich dann gleich wieder. So, da sind wir wieder mit 25 Sekunden Restzeit, jetzt 20. Nach 11 Minuten Repair, einer Schale Pommes und einer Zigarette. Können wir dann gleich weiterfahren? 6 Minuten 50 Restzeit. Danke Jan, 6 Minuten 50 Restzeit. Wir sind letzter. Aber es lag gerade, wie wir sehen, schon jemand escaped gab vor uns. So. Motor an. Und raus. Die Haube ist auf jeden Fall noch zerbeult. Heckflügel auf der linken Seite ist in Ordnung. Du fährst jetzt direkt raus, so, okay.
Warum? Das ist der Marco in der letzten Runde Winter. Und zwar, wir holen die früher ein, denke ich. Aber mein Auto ist nicht wirklich gerade, wenn ich das jetzt... Schau einfach, dass du nicht abfliegst. Leichter gesagt als getan. Naja, Pins. GT3 mit Schaden ist nur festgefahren. Zu fahren. Mein Auto ist übelst direkt in Linkskurven. Also ist einfach nur noch überleben. Und dann passt das Ganze. Ich habe eh vom Rennen nichts gut, nicht viel ausgemalt, von daher. Ich war wieder an der Mauer. Zwei hinter uns jetzt momentan, die uns gleich überrunden werden, sind Marco und Jan. Jetzt kriegen wir die Blue Flag. Wieder mit der Hinterachse gegen die Faltmauer, wie immer. Jetzt gehen wir auf die Bremse, um die beiden vorbeizulassen. Danke. Kein Problem. Diesmal kam ich auch nicht gut raus, jetzt hat er einen großen Vorsprung. Er hat auch gerade die Headlights geflasht. Ja. Ja. So wie ich das aus im Virtual Mirror sehen konnte. Aber jetzt bin ich wieder einigermaßen. Nächste Woche geht es ja hier, wie gesagt, weiter mit dem iRacing Porsche Super Cup. Porsche Cup. Oder Porsche Cup auf der Nordschleife. Industriefahrten-Layout. Das Auto ist deutlich schöner zu fahren, also mit dem fühle ich mich auch wirklich wohl. Einzigstes GT-Auto. Warte, mal schauen, wie es wird. Ihr habt sicher einen spaßigen Säge. Auf jeden Fall. Alex ist die Woche in Gott. Mania. Was war los? Du bist in der Box gewesen. Okay, der ist angefressen. Oh, jetzt habe ich Verkehr. Müssen wir jetzt hier vorbei. Ja, wir gehen gleich in die letzten beiden Runden. Gibt einen 20 Runde, wow. So wie es aussieht, bin ich der Einzige, der überrundet wurde. Ja. Yay. Wie schon gesagt, ich habe mir hier nichts ausgemalt. Für mich ging es rein um den Spaß. Das ist hier ein Backpass mit dem Geht. Und Jan muss ihn aber wiederholen, weil seine Sprachaktivierung. Nicht wirklich die beste ist. Das liegt wohl an Discord, weil. Ja, ja. Aktivierung kann man bei Discord, glaube ich, nicht einstellen, die sind die. Ja, ich glaube auch nicht. Ja, eben, die sind anstrengend, der Spaß hier auf dem Bathurst. Ja. Es sei denn, man ist langsam, es ist ein langsamer Spaß. Anstrengend ist es trotzdem, oder? Das Auto auf der Piste zu halten ist anstrengend. Egal ob es ganz ist oder ob es beschädigt ist. Ja, jetzt habe ich in der Tire Power Probe einen Fehler. Ja, jetzt wird er nichts. Ja,
left side. Clear. On your left. Clear. Sound ist schon geil, wenn zwei SLS an dir vorbeifährt. Sind immer noch keine SLS, da wo alles. Ah, AMG! Da sieht man gut, wie ich in der GT3-Materie drin bin. Stell dir vor, wir hätten gar den nicht! Was? Stell dir vor, wir hätten den Akura wie mal du runter sagst. Ja, ja! Oder beim Lexus Toyota. Obwohl das hier weit hergeholt. Nee, das, da wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Ich weiß, aber ist auch so. Oh, Niki Team, nur noch 4 Sekunden vor uns. Niki ist definitiv langsam. Entweder Fuel Mileage oder angeschlagen. Aber Auto ist noch ganz gut fahrbar. Jetzt legt er wieder los. Warum, wenn ich jetzt nicht nur anschlage, habe ich nur den einen Schaden, den ich mir an einer Mauer an einer Runde. Das war knapp. Wenn das bei mir jetzt ein Z4 wäre, wäre es schön. Sieht zwar eine Blue Flag, aber die werden wir versuchen hinter uns zu halten. Bis zur Linie soll da nicht locker machbar sein. 0,7 Zehntel weg. Audi. Good racing, guys. Come with the podium. Hui! Yay! Auto. Ein Ziel, endlich. Puh. Oh, letzter. Ja, das lief jetzt nicht so sauber, aber es war abzusehen. Ganz ehrlich, von daher, was soll man sagen? Jan, du bist wie viel da jetzt geworden am Ende? Vierter. Vierter. Mit der 3 ist ganz klar gut. Und Janik wird 18. Auch nice. So, mit dann stell ich. Der 18. Dann stell ich das. Wäre dein Hexi brutal aus. Dann stelle ich jetzt das Auto mal oben hier am Hügel ab. Jetzt irgendwie so eine wunderbare Fahrt von einem. Was ist das? Von einem Haus? Oder von einem. Keine Ahnung, steht nichts. Nö, kein Haus, gar nichts. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal eine kleine Abwechslung. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann mit dem Porsche Cup hier in iRacing weiter. Und bis dahin, auf Wiedersehen.